Einen Safe Room haben wir, glaube ich, hier irgendwo auf jeden Fall auch gehabt. Der Safe Room, den ich am meisten frequentiere. Aber ja, wie angesprochen, man muss das Game, glaube ich, selber mal gespielt haben in Alternate Controls, damit man merkt, wie merkwürdig das sich manchmal anfühlt. Gerade wenn man solche Turns auch macht. Aber man hat zumindest volle Kontrolle. Nur hilft es eben nicht, wenn alle 5 Sekunden der Screen wechselt und man dann in eine andere Richtung drücken muss. Ja, okay, dann legen wir das hier erstmal ab, nehmen das Emblem mit. Brauche ich so viel Ammo, ist auch wieder die andere Frage, aber ich nehme es mal sicherheitshalber mit. Deswegen ist es halt echt nicht schlecht, wenn man einen Walkthrough hat. Momentan finde ich mich gerade einigermaßen zurecht. Das ist auf jeden Fall ein Plus. Aber wenn man eben, hier mit Chris ist halt echt... Also man merkt schon, dass Jill extrem viel Damage nimmt, aber dementsprechend viel Herbs liegen eben letzten Endes auch rum. Ist anscheinend ein bisschen seltener gestreut bei Chris, aber man merkt definitiv, dass er einiges um einiges mehr aushält. Aber ich wäre schon mehrfach in Danger gewesen, glaube ich, mittlerweile. Oder vielleicht schon ein, zwei Mal draufgegangen mit Jill, wenn ich so gespielt hätte, wie ich jetzt das jetzt gerade mit Chris mache. Genau, First Floor. Ich freue mich schon, wenn wir aus dieser scheiß Mansion weg sind, denn, also hier denke ich mal, brauche ich eigentlich noch einen Walkthrough. Bisher, wie gesagt, läuft es einigermaßen, aber normalerweise würde ich jetzt hier auf jeden Fall schon einen Walkthrough gebrauchen, aber später habt ihr ja gemerkt, gerade wenn man hier Plant 42 noch ein bisschen weiter schwächt, finde ich mich einigermaßen zurecht, weil das... Zweiter Anwesen, verstehen wir falsch, das zweite Anwesen, das man dann findet, das ist halt ein bisschen geradliniger. Bin ich falsch, ne? Achso, ja, klar, logisch. Ich bin aber auch einer. Ah, hier kann ich mir sogar auch den Weg verkürzen. Ha! Guck mal, einer staunen. Gut zu wissen. Der Raum war ja auch ein Problem, weil der Kollege auch zum Crimson Head wurde. Ein expensive looking grand piano. Ups. Ah, goddammit. Goddammit. A wooden counter made of oak. It gives off a pleasant aroma, like fine wine. Ich weiß, dass sich die Wand hier auf jeden Fall öffnet. Was ist denn hier? Ah. Ah. God damn it. Ah, God, I hate life. Was sehe ich denn dafür ab? Die Ammo? Wahrscheinlich. Okay, ich kann an Zombies einfach so vorbeirennen, wenn sie in die falsche Richtung angreifen. Note to self. Und scheiße, das ist in Resident Evil Zero perfekt gemacht worden, dass ich einfach Items irgendwo ablegen kann. Dieses Drecks-Box-System. Gerade bei sowas, wenn ich nur 6 Item-Slots habe. Das war mir klar, dass das passiert. Das meiste besteht aus mir... zu einem Safe Room rennen und wieder zurück. Das ist geil, oder? Das ist geil. Absolut kein Problem, keine scheiß fucking Crimson Heads, keine Zombies. Das ist ein Traum. So, ich könnte mal hier hinten schauen übrigens, was für ein Key ich hier hinten brauche. Vielleicht kann ich sogar meinen Armor-Key hier loswerden. Könnte gut sein, weil ich wüsste jetzt nicht genau, wo ich noch den Armor-Key einsetzen könnte. Das hier? Ah, ne, okay, aber ja, mit Key.
Ich denke mal auch, sobald wir den Helmet Key haben, werden wir hier in der Menschen auch einigermaßen klarkommen. Jetzt momentan wissen wir zumindest schon mal, wo wir hin müssen. Oh, dieses Item-Management. Ich sag's euch. Ich sag's euch. Wo war denn hier... Hier hinten war noch eine Tür, die noch verschlossen war. Aber ja, die ging das letzte Mal auch nicht. Never mind. Ah, ich kann es echt nur... Moment. Ja. Ich kann es echt nur sagen, das hier, dass die Türanimation weg ist, ist so gut. Der einzige Zombie, der mir hier wirklich Sorgen macht, ist der hier unten. Moment. So. Gibt viele Leute, die einen Knife-Only-Run machen mit Chris. Wie gesagt, macht Sinn, wie mehrfach angesprochen. Zombies werden so Crimson Heads, wenn man sie umlegt. Nur fühle ich mich nach wie vor mit einer Handgun dann doch sicherer als mit einem Knife. Und vor allem, wenn es an Bosse geht. Ich glaube, Knife-Only heißt ja auch, dass man so Sachen wie Yawn oder so dann eben auch nur mit der... mit dem Knife eben dann letzten Endes da rumrum hantiert. Aber das ist mir irgendwie ein bisschen zu... Das ist mir zu albern. Ich sehe mir das gerne an, weil es in HGDQ gemacht wird, was ich mir nicht ganz vorstellen kann, aber definitiv. With Fab. Aber selber, nee, das muss nicht sein. Nee. Nee. Sehe ich anders. Warum bin ich hier? Gute Frage. Schon ein cooles Gefühl allerdings, die Kollegen so einfach zu dodgen zu können. Wie gesagt, ich glaube mit Classic Controls... Es ist fast unmöglich. So, ich hole mir jetzt mein Cheat Sheet hier hinten. Oh, hier übrigens sehen die Wandtexturen auch gar nicht mal so gut aus, ne? Also gerade jetzt hier, das hier so. Und auch im Hintergrund, das ist ein relativ verpixelt. Ja, da haben sie nicht ganz drauf geachtet, aber... Aber gut, okay. Ist notiert, Capcom. Bisschen gepfuscht hier, ne? Ja. So, komm rein. Boom. Komm rein. Ne, gut, immer noch nicht. Na. Geht doch. Flawless. You heard my sick tunes? Chris. Rebecca. That sounded like Moonlight Sonata. Ach ja. Play? Ist ein bisschen Autotune dabei anscheinend. Oh, what was that? My interpretation is off a little. Let me practice for a while. No. No! We'd better get our priorities straight and get back to our investigation. You're right. Sie übt trotzdem. Rebecca is practicing Pip. Das ist aber nicht, was ich ja gerade aufgegeben habe, aber okay. Müssen wir hier einfach warten? Rebecca. I know, but just a little bit longer. That's what she said. Okay. Ich bin einfach aus dem Raum gegangen, rausgegangen, wenn wir jetzt wieder reingehen. Metal Gear. Also mir wurde ja, ich sehe hier in der Komplettlösung.
Sie darf gehört zu spielen. Dass man ein bisschen im Herrenhaus herumlaufen soll. Und irgendwann, also, kann sie es. Moment. Gut, hier unten haben wir alles abgegrast. Wir können noch mal auf die andere Seite der Menschen schauen. Weil wir da eigentlich auch so gut wie alles abgegrast haben, wie ich gerade sehe. Aber schon mal vorbei. Er hat jetzt sogar nach rechts gegrabt, obwohl wir rechts an ihm vorbeigelaufen sind. Also, das ist so meine Ansicht jetzt. Zombies können einen nicht... Oder ihr könnt einen nicht grabben, wenn man direkt, wenn sie den Rücken einem zugekehrt haben. Anscheinend. Kleiner Giant-Pro-Tipp. Glaube ich jemals übrigens dieses Game auf Hard Difficulty durchspielen werde. Will ich mir das antun? Ist die andere Frage. Ich fühle mich da nicht so wohl irgendwie. Ich meine, ja, die neuen Mechaniken sind ja ganz geil, ne? So mit die Crimson Heads und so, aber es ist halt... Es ist cool. Aber es ist auch scheiße. Das macht das ganze Game einfach schwerer. Ach, guck mal, das baue ich sogar. Ja, siehste? Oh, du scheiß Pooch. I'm a cat person, you bitch. Yes. Na, literally, bitch. Warum habe ich das Ingram mitgenommen? Ich horst. Don't ask questions you don't want the answers to. Achso, hier haben wir ja so viele Zombies, ne? Ja. Nice. Deswegen habe ich keinen Bock, hier hinzukommen. Ich komme mit meinem Kerosin und meinem Leiter wieder. Okay, Leiter habe ich sowieso dabei, never mind. Aber ich komme mit meinem Kerosin wieder. Just a moment. Aber ja, das klingt nach einer ganz guten Möglichkeit, um uns ein bisschen die Zeit zu vertreiben, während Rebecca da ihr sickes Klaviersolo hinlegt. Dass wir uns da kurz mal auf den Weg machen. Und ein paar Zombies clearen, weil ich glaube, in dem Raum macht das schon Sinn. Wir könnten auch... Obwohl, wir haben jetzt so viel Shotgun-Ammo auch. Wir könnten... Können wir ein bisschen Shotgun-Kammerjäger eigentlich spielen. Wäre eine Möglichkeit. Also, dass wir einfach mal ein paar Kollegen an den Kopf abhauen. Denn ohne Kopf können sie auch logischerweise keine Crimson Heads werden. Und das ist so eine Nachricht, die mir eigentlich ganz recht kommt. Ich möchte übrigens nochmal anmerken, dass ich bisher noch nicht ein einziges Mal gesaved habe. Und dass ich mich dementsprechend auch gerade unsicher fühle. Aber... Mein Gott. Er geht aber ordentlich auf die Stimme, meine Freunde. Aber die wissen schon, was sie tun. So, das Chemical können wir auch gleich hier unten... Können wir auch gleich hier unten einsetzen. Komm, wir nehmen jetzt die Shotgun mit und gehen gleich erstmal auf Kammerjagd. Aber vorher, natürlich. Schön wieder stacken. Schläft noch? Na, ist tot. Ne, sieht man auch nicht, dass der Brustkorb nach oben oder unten geht. Richard is sound asleep. Just leave him alone for now. Na, ist tot. Confirmed. Am besten mal nicht die Shotgun vergessen. Wo ist er denn? Da ist er. Shotgun. Ooh, what a boy.
Shotgun all day long. What a boy. Hier war es, glaube ich, nicht. Hier war ein anderer Raum. Ups. Irrelevant für uns gerade. Oder für das, was ich mir gerade hier als Ziel gesetzt habe zumindest. Hier kommen Zombies durch, deswegen ist die Shotgun, glaube ich, hier auch gar nicht verkehrt. Aber nee, da wäre eigentlich die Pistole am besten, weil wir ja sowieso hier nicht wieder zurückkommen. Das ist ja nur... nur für die Plant gedacht. The lid on this water pump is open. Plump the water. No. Put this shit in. Yes. Get that Kool-Aid. War korrekt. Oh no, what did you do? Got it. Oh. Sweet. Mussten wir sogar machen. This is for... Hallo. Hallo, Dolly. Ist ja einiges an Green Herbs hier. Meine Herren, das waren nur 3 oder 2, aber... Was für eine Überraschung. So. Also da haben wir noch Herbs. Das sollten wir uns definitiv merken. Hier haben wir die Tiger Mask. Achso, der Raum. Ja. Ja. Meanwhile. So, hat sie es mittlerweile raus? Was meint ihr? Chris, I think I got it. Anscheinend. Practice makes perfect. Practice makes the world go round. Progress. That's what it is. An expense? Yeah. Sieht aber aus wie Rebecca. Be careful, Chris. Wie alt ist sie hier? 16? Irgendwie so, glaube ich. Trevor's Diary. Schau mal, November 24th, 1967. 11 days have passed since arriving in this estate. How did I end up like this? A guy in a lab coat brought me a mirror plate of food and said, sorry to put you through this, but it's for security reasons. That's when it hit me, it all makes sense now. There are only 2 people that know the secret of this mansion, Sir Spencer and myself. If they kill me, Sir Spencer will be the only one that knows the secret. But for what purpose? It doesn't matter now. It's too dangerous here. My family, I hope they're all right. I've decided to escape. Jessica, Lisa, I pray you are safe. November 26, 1967. How could I be so careless? I lost my favorite lighter. The one Jessica gave me for my birthday. Now it's going to be that much harder to escape this dark place. November 13th, the day when my fate was sealed. Like that singer, my aunt was hospitalized just 3 days before that. Jessica and Lisa said that they were going to visit her. I wish I could be there with them. But wait, even as I'm writing, my memory is coming back to me more vividly. Just before I passed out, I remember the man in the lab coat said something like, most likely your family is already, I pray for their safety. November 27th, 1967. Somehow I managed to get out of that room. But getting out of this mansion won't be as easy. I have to get past all the good booby traps.
Tiger Eyes, Gold Emblem. I have to try and remember from my own sake. This is Snake signing out. Wunderbar. Gold Emblem. And you can take the Bronze Emblem. Nice. Do 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 do. Were you all right in there? Yeah. Okay. Das war alles in dem Raum, jawohl. Good. Rebecca, du kannst ja ein bisschen Zeit hier vertreiben, wenn du willst. Kannst auch mitkommen.